Ich bin ein klein bisschen nervös, weil ich den nächsten Referenten ehrlich gesagt noch gar nicht entdeckt habe. Ist der Gerhard Schwarz da? Das ist Timing. Gemäß dem landläufigen Spruch, im Leben ist nichts umsonst, bis auf den Tod und der kostet das Leben, spüren wir, glaube ich, alle im Moment, egal ob wir an der Tankstelle das Auto betanken, im Supermarkt, beim Restaurantbesuch, bei Reisen, eigentlich überall, die Preise kennen eine Richtung und die ist weder seitlich noch nach unten. Das schürt ganz natürlich Ängste, ich glaube, bei jedem. Und ob aus dieser Perspektive heraus das auch berechtigt ist, unsere Ängste, die wahrscheinlich jeder Bundesbürger hat, wird uns jetzt unser Leiter Aktienstrategie aus seiner Sicht näher bringen. Hoffentlich ist sein Ausblick ungleich mit seinem Nachnamen. Herzlich willkommen, Gerhard Schwarz. Vielen lieben Dank, Olli. Ja, mein Name ist Gerhard Schwarz, die meisten werden mich kennen. Ich bin regelmäßig hier vertreten. Wir haben es geschafft, dieses Mal vor der Zeit zu sein, das ist sehr gut. Ich hoffe, ich habe genau die 10 Minuten, die wir hier angezeigt werden. Thema heute, wie der Olli schon gesagt hat, Inflation, ist die Angst berechtigt? Und natürlich ist es etwas, was in diesem Jahr die Märkte extrem bewegt haben. Die Notenbanken und die Politik, die gestern ja auch wieder die Volatilität in die Märkte gebracht hat. In der Vergangenheit war die Inflationsprognose ganz einfach, wie man hier sieht. Denn die Energiepreise, vor allem der Ölpreis, war die treibende Kraft hinter der Inflationsentwicklung. Immer wenn die Ausschläge nach oben gegangen sind, hatten wir hohe Inflationsraten, nach unten sehr niedrige. In der Vergangenheit war das recht einfach, damit eine Inflationsprognose zu machen. Man sieht hier am rechten Rand allerdings recht deutlich, dass es hier inzwischen ein großes Auseinanderklaffen gibt. Und das heißt, dass hier die Ölpreise nicht mehr der zentrale Faktor sind. Die Energiepreisentwicklung ist sehr viel breiter nach oben gegangen. Das hat natürlich was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Man hat hier bei den Ölpreisen im Monatsdurchschnitt in Euro gerechnet einen Rückgang gehabt. Die Energiepreise insgesamt sind gestiegen, Gaspreise sind gestiegen, Strompreise sind gestiegen. Und das bringt das Ganze auf ein neues Niveau letzten Endes. Niemand weiß genau, wie schnell sich natürlich hier diese Lücke wieder schließen wird. Das hängt von den geopolitischen Entwicklungen ab. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass solange die Versorgung mit Gas nicht neu organisiert wird oder der Strom- oder Gasmarkt neu organisiert wird, haben wir hier ein Problem. Und das wird uns wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hier verfolgen, denn die Russen, vor allem der Putin, wird hier das Gas als Druckmittel weiter einsetzen, wie wir es jetzt auch zuletzt gesehen haben. Für die Inflationsrate insgesamt bedeutet das, dass wir hier weiter Druck nach oben haben. Die Inflationsraten überraschen weiter positiv in der Eurozone, das ist nicht so gut, bringt die Notenbank unter Druck und 9,1% hatten wir zuletzt gehabt. Die oberen Balken, die dunkelgrauen, zeigen an, was der Energiepreis-Impact ist. Das sind ungefähr 4 Prozentpunkte. Das heißt, wir haben 40% knapp Steigerungen in Energiepreisen, 10% Gewicht im Index, das sind 4 Prozentpunkte. Dann haben wir hier die Nahrungsmittelpreise mit 10% Steigerung rund, mit 20% Gewicht, das bringt 2 Prozentpunkte, das ist die dunkelblaue Balken unten und in der Mitte ist die Kerninflationsrate. Wo ist jetzt der Peak in der Inflation zu erwarten? Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die EZB hat gesagt, im vierten Quartal kommen wir bei 9,2 im Durchschnitt raus, das wäre nur leicht höher als das, was wir hier haben momentan. Die Bloomberg-Konsensentwicklungen gehen Richtung 9,6 in der Eurozone, auch im vierten Quartal. Im nächsten Jahr soll die Inflationsrate damit sogar auf 5% wieder runtergehen, sogar stärker als von der EZB erwartet. Und dann haben wir eine Studie vom IFO-Institut gehabt, die hat aber ein düstereres Bild gezeichnet, dass der Peak erst im nächsten Jahr erreicht wird, bei 11% im Frühjahr für Deutschland und dass die Inflationsrate im nächsten Jahr sogar höher liegen wird als in diesem Jahr. Ich glaube, bis ins nächste Jahr hinein haben wir das Risiko, dass die Inflationsraten weiter nach oben gehen. Wir haben nachlaufende Effekte, die spiegeln sich insbesondere hier in den mittleren beiden Balken nieder, dass wir Preissteigerungen für Energie erst nach und nach durchfiltern in die Kernrate, dass die
Energiepreise vielleicht noch weiter hoch bleiben, vor allem, weil wir in Deutschland ja auch ab September ein Auslaufen des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets haben und das im Prinzip hier nachlaufende Effekte bringen wird. Insgesamt würde ich sagen, dass wir ein Risiko haben, dass die 10% noch gerissen werden in der Inflationsentwicklung, aber dass wir im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich einen deutlichen Rückgang in der Inflationsrate bekommen werden ab dem zweiten Quartal, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. In den USA ist die Situation ein bisschen anders. Da haben wir gesehen, dass die Inflationsrate, die dunkelblaue Linie hier oben, schon zurückgegangen ist, 2 Monate von 9,1 auf 8,3%. Alles ein bisschen langsamer als gedacht, weil die Kernrate relativ hoch bleibt. Die Kernrate ist sticky, wie man so schön sagen kann im Angelsächsischen. Der Grund ist, dass wir einen Arbeitsmarkt haben, der relativ eng ist und das im Prinzip natürlich auch gestern zum Beispiel der Jay Powell gesagt hat, dass extremely tight Labor Market letzten Endes ein Grund ist, warum er hier weiter mit 75 Basispunkten weitermachen möchte. Wenn man das mal vergleicht, wie eng sind denn die Arbeitsmärkte? Kann man sich das anschauen, indem man vergleicht, wie viele Arbeitslose gibt es denn pro freier Stelle? In der Eurozone oder hier in Deutschland haben wir ungefähr 3 Arbeitslose pro freier Stelle. In den USA haben wir nur 0,5 Arbeitslose pro freier Stelle. Und das ist natürlich etwas, was insbesondere im Dienstleistungssektor stark zu Buche schlägt. Wir haben im Dienstleistungssektor in der Eurozone eine Inflation von 3,8%, in den USA eine Inflation von 6,8%. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich erst eine Abschwächung des Arbeitsmarktes bekommen, bevor wir wirklich sagen können, dass hier auch in den Kernraten, weil die Dienstleistungsinflation ist Teil der Kernrate, eine Entlastung kommen wird. Die Märkte sind ein bisschen entspannter geworden über die Inflation. Das sieht man in den Inflationserwartungen. Das hat damit zu tun, dass die Fed dann übergegangen ist zu diesen 75 Basispunkten Anhebungsschritten, die inzwischen ja die Norm sind. Vor ein paar Wochen hat die Frau Lagarde noch gesagt, 2 Wochen ist es her, hat die Frau Lagarde noch gesagt, 75 Basis Points is not the norm. Inzwischen müssen wir sagen, die Schweizer Notenbank hat heute auch um 75 Basispunkte angehoben auf 0,5%, jetzt auch im positiven Bereich. Da ist langsam nur noch die Bank of Japan mit negativen Zinsen übrig. Was bedeutet das, wenn wir global so ein Race to the Top haben? Bei den Notenbankzinsen, dann werden wir natürlich eine extreme Verschlechterung der Refinanzierungsbedingungen haben, eine Verstärkung der Enge in der Liquidität und das ist hier, was man hier sehen kann, die Überschussliquidität. Die ist negativ geworden und immer wenn wir in der Vergangenheit diese negative Überschussliquidität hatten, wenn also die Geldmengen weniger stark wachsen als das nominale Bruttoinlandsprodukt, dann geht dem Aufschwung das Geld aus. Und immer wenn wir hier unter Null waren in der Vergangenheit, hatten wir eine Art Rezession irgendwo in der Welt oder auch breiter angelegt. Und deswegen muss man wohl befürchten, dass die Notenbanken eine Rezession auslösen werden. In Deutschland haben wir die Diskussionen ja schon sehr lange, dass eine Rezession uns blüht. Jetzt haben wir in den letzten Bloomberg-Zahlen gesehen, dass auch für die Eurozone eine Rezession erwartet wird, technisch für 4. Quartal und 1. Quartal einen Rückgang. Der Jerome Powell hat gestern gesagt, dass er nicht ausschließen kann, dass die USA auch in eine Rezession gehen und dass das letzten Endes der Price to Pay ist, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Das heißt, im Großen und Ganzen wird natürlich in der Rezession die Inflation deutlich wieder zurückgehen, insbesondere weil wir auch erwarten müssen, dass die Energiepreise stark unter Druck kommen werden und wir dadurch letzten Endes auch ein schnelleres Rücklaufen wahrscheinlich sehen werden in der Inflation irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres. Aber, das ist ein großes Aber, wir haben natürlich die Gefahr von Zweitrundeneffekten. Das ist das, was die Notenbanken immer so umtreibt. Was passiert, wenn höhere Inflationsraten, höhere Lohnabschlüsse nach sich zieht und das dann wieder so eine Art sich selbst am Laufen erhaltenden Kreislauf bewirkt. Wir haben hier auch in der Eurozone, obwohl der Arbeitsmarkt nicht so eng ist wie in den USA,
steigende Löhne, steigende Lohnkosten, 4,1%, reine nominale Löhne ohne Nebenkosten, die auch zu zahlen sind. Aber es soll ein bisschen zeigen, dass wir hier schon auch am Arbeitsmarkt eine Bargaining-Power haben von den Arbeitnehmern. Und hier haben wir 4,1% in der Eurozone. Das ist unter der Inflationsrate, aber es zeigt sich schon, dass hier ein gewisser Zusammenhang ist, dass die Löhne auch ein bisschen nachlaufen. In Deutschland haben wir schon 5,5% Lohnkostensteigerungen. Und wenn man jetzt über die Situation in die Zukunft schaut, dann kann man sagen, in Deutschland, wo wir im Prinzip alle reden über Supply Chain Disruptions, dass das größte Problem ist des Unternehmenssektors, dann sagt dieser Chart was anderes. Der sagt nämlich, dass wir auch genauso eine Tightness of Labor Supply haben. Das heißt, talentierte, gut ausgebildete Arbeitskräfte sind extrem schwer zu bekommen. 40% der verarbeitenden Unternehmen in Deutschland sagen, das ist ein Problem für sie. Und das wird sicherlich auch nicht viel besser werden, denn in den nächsten Jahren werden wir durch die Demografie in Deutschland sehen, dass hier auch ein Buckel kommen wird, wo der Arbeitskräftepool deutlich abnehmen wird, wo wir weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben werden, und das wird das Problem sicherlich verstärken. Der Ausblick für die Inflation von meiner Seite fällt daher davon aus, dass so aus, wir werden im ersten Quartal bis ins erste Quartal das Risiko haben, dass die Inflation weiter nach oben überrascht. Im nächsten Jahr wird die Inflation dann im zweiten Quartal beginnen, deutlicher zu fallen, als die Notenbanken das erwarten. Es wird längerfristig wahrscheinlich aufgrund dieser Arbeitsmarkteffekte, die ich skizziert habe, wahrscheinlich höher liegen als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ich bin ungefähr durch. Die Q&A müssen wir, glaube ich, vertagen. Wir werden uns gerne auf dem Gang unterhalten. Oder willst du noch eine machen, Uli? Ja, in der Tat, weil wir vorher, was nicht häufig vorkommt, sehr diszipliniert in der Zeit waren. Du bist es normal nie, heute extremst. Insofern haben wir da bewusst noch ein bisschen Puffer gelassen, wenn es Fragen zum Thema Inflation gibt, Ängste etc. Vielleicht kannst du die Leute besänftigen. Gibt es Fragen an den Gerhard Schwarz? Der spricht für dich, du hast alles gesagt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir haben jetzt im Laufe des heutigen Vormittags schon. Dankeschön.